Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil impliziertes Ableiten. Und in diesem Fall steht hier tatsächlich eine Funktion f von x gleich x hoch x. Da könnte man sich ja natürlich sagen, wieso brauche ich da implizites Ableiten? Denn hier ist es ja eigentlich so, dass wir da stehen haben, y ist gleich x hoch x. Und dann könnte ich doch als eigentlich ableiten, auf der linken Seite würde dann y' schon stehen. Aber hier sind beide, sowohl die Basis als auch der Exponent, sind Variablen. Und deswegen läuft das hier auch über implizite Ableitung. Es gibt da auch nur schon ein Video dazu, irgendwie, wie man das mit einem anderen Trick noch machen kann, mit der Umschreibung von e hoch von x hoch x in eine Exponentialfunktion, ist aber auch so möglich. Denn wir können auch hier einfach jetzt diese Gleichung hier logarithmieren. Dann steht da nämlich ln x mal x oder x mal ln x können wir auch schreiben. Das ist im Prinzip der gleiche Trick, der vorher schon bei dem Trickvideo passiert ist. Jetzt habe ich auch häufig genug Trick gesagt. Und an der Stelle leiten wir jetzt ab. Ja? Ableiten. Dann haben wir hier, will ich das, ne, das y ist eigentlich f von x. Das bedeutet, dass wir hier auch wieder eine verkettete Funktion haben. Ich will das mal so hinschreiben, damit das ein bisschen deutlicher wird. Wir haben als äußere Funktion ln und als innere Funktion das f von x. Das bedeutet, die Ableitung von der linken Seite ist dann 1 durch f von x. Das ist die Ableitung von ln mit der inneren Funktion hingeschrieben, multipliziert mit f' von x. Ist gleich, dieses hier leitet sich nach der Produktregel ab, 1 mal ln x. Plus x mal 1 durch x im Schnelldurchlauf. Ne? U mal v, u Strich mal v plus u mal v Strich. Das ist die Produktregel. Können wir hier noch ein bisschen vereinfachen. 1 mal ln x ist nämlich x. 1 mal ln x ist ln x, dankeschön. Und x mal 1 durch x ist 1. Hier drüben steht jetzt f Strich von x und damit wir das Teil hier wegkriegen, müssen wir mal f von x rechnen. Dann steht da f' von x ist gleich f von x mal ln x plus 1. Und f von x ist 1 durch x, x hoch x. Ist also x hoch x mal ln x plus 1 ist die Ableitung von f von x gleich x hoch x. Und ja, das ist das. Ging ein bisschen schneller als bei dem Trickvideo. Und finde ich es auch irgendwie eine elegante Methode, bin ich ganz fröhlich mit, freue mich auch schon auf Kommentare und ich hoffe, du freust dich auch!